an den Stammtischen des Landes oder bei U-Bahn-Abenden da in der Stadt, man hört die Leute eigentlich nur davon reden, von fehlendem Vertrauen. Keiner vertraut mehr der Politik, keiner vertraut mehr den Politikern. Wie wollen Sie mit Ihrer Person und Sie mit der Salzburger Volkspartei wieder dahin zurückzukehren, wo Politik eigentlich hingehört, und zwar in die Mitte der Gesellschaft? Ja, die sogenannte Finanzaffäre hat in der Tat einen wirklich großen Schaden angerichtet. Nicht nur finanziell, auch finanziell, aber eben genau in der Vertrauensbasis, die sozusagen fast aufgekündigt wurde der Politik. Die Leute sind empört und fassungslos, wie so etwas passieren kann. Und in der Tat ist es so, dass durch diese Finanzaffäre nicht nur Systemfehler chancenlos aufgezeigt wurden, sondern auch eine politische Kultur, die im Verbuschen und Beschönigen seit Jahren bestanden hat. Und auf der anderen Seite muss man sagen, das Land besteht nicht nur aus der Finanzaffäre. Es ist trotzdem ein großartiges Land. Das Land Salzburg wird auch diese Krise bewältigen. Es hat in ihrer Geschichte schon viele Krisen bewältigt. Sie wird aber auch diese Krise bewältigen. Und es ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, auf der einen Seite auch das Positive, was wir haben, wieder in den Vordergrund zu rücken. Wenn wir miteinander reden dürfen, zum Beispiel, dass Salzburg das Land mit der geringsten Jugendarbeitslosigkeit in Europa ist. Das ist eine super Sache, auf das können wir stolz sein. Dass wir eine florierende Wirtschaft haben, fast vollbeschäftigt haben, das ist großartig. Dass der Tourismus kommt, dass wir Weltfirmen von Red Bull bis Balfinger und viele andere auch haben, ist eine großartige Sache. Dass der soziale Zusammenhalt funktioniert, bei den Feuerwehren, in der Altenpflege und so weiter, dass wir Kulturweltmeister sind in vielerlei Hinsicht, dass wir die tollsten Sportler haben, das alles kann uns sehr, sehr stolz machen. Und diese Dinge muss man auch wieder ins Lot bringen. Was wir brauchen, ist eine neue politische Kultur, die das Vertrauen zurückerobert, Schritt für Schritt. Es wird nicht von heute auf morgen gehen, das ist ein langfristiger Prozess, der nur dann erfolgreich sein kann, wenn die Salzburgerinnen und Salzburger das Gefühl haben, da ist jemand, der die Probleme gezielt anpackt, der einen Plan hat, der diesen Plan auch gegen Widerstände mitunter umsetzt und der nicht nur jetzt aus tagespolitischer Beliebigkeit heraus sozusagen mit reiner Freundlichkeit agiert, was auch wichtig ist, klar, eine Freundlichkeit gehört natürlich zur Politik dazu, Sympathie gehört dazu, das ist keine Frage, weil letztlich ist Politik ein Arbeitsauftrag und kein Moderationsauftrag. Also Probleme werden angegangen, gelöst und nicht moderiert. Und daher wird bei der Wahl erfolgreich sein, aus meiner Überzeugung, nicht nur wer sozusagen aus dieser Finanzaffäre Schlüsse zieht, die wird eine Rolle spielen, die Finanzaffäre. Aber die wichtige Frage ist, wo geht die Reise hin? Welche Konzepte haben die Parteien für die Zukunft? Was sind die Themen, die anderen Problemfelder, die angesprochen werden? Und wer hat da die besseren Konzepte? Und wem traut man als Person die Kompetenz und die Durchschlagsfähigkeit zu und auch Durchschlagskraft zu, die Probleme abzugeben und aufzunehmen? Sehr interessant, danke. Dann haben die Parteien im Vorfeld immer gesagt, sie wollen ihre Listen verjüngen, junge Leute in die Politik bringen und sozusagen das alte Krähennest, wie wir mal sagen haben hören, gehört habe, eben ein bisschen ausmisten. Was würden Sie jetzt zum Beispiel als Obmann der ÖVP sagen, wenn ein junger 18-Jähriger wie ich zu Ihnen kommen würde und sagen, ich möchte gerne den Landtag für die ÖVP, wie schaut es da aus mit Chancen für die Jungen? Und nicht wie die SPÖ zum Beispiel, wo doch wir als Schüler uns gedacht haben, ist das jetzt ein bisschen ein Spaß für uns oder was, weil man als Junge, ein 35-Jähriger und über 40-Jährige auf die Landtagsliste gesetzt werden. Also wir haben auf unsere Landtagsliste, die ja bereits geschlossen ist, mit Wally Ebner, die ehemalige Opfer der JVP, der Jungen Volkspartei, und mit dem Astin El Abassi, unserem jetzigen Obmann der Volkspartei, der Jungen Volkspartei, auf sehr aussichtsreicher Stelle zwei junge Leute drinnen. Wir haben in den Salzburger Gemeinden über 130 junge Leute, die in den Gemeindevertretungen sitzen. Wir haben allein in der Gemeindevertretung der Stadt Salzburg, weil auf der ÖVP-Riege von 11 oder 12 Gemeinderäten sind drei junge. Also die Jungen haben schon einen Stellenwert. Auf der anderen Seite, wenn jemand so wie Sie kommt mit 18 und sagt, hier bin ich möchte in den Landtag,
Also ganz einfach geht es natürlich auch nicht. Gibt es zwei Seiten. Die eine Seite ist, was hat der junge Mann oder die junge Dame einzubringen? An Persönlichkeit, an sozialer Vernetzung, an Fähigkeiten. Wir kennen es ja nicht, also ich könnte Ihnen da überhaupt keine Zusage machen. Ja. An Lebensplanung auch. Das ist die eine Seite. Wie bringt man das sozusagen in der Partei auch unter? Weil es gibt natürlich auch viele andere Junge, die sich schon engagiert haben in unserer Partei oder in anderen Bereichen, die sagen, ah, jetzt kommt irgendeiner daher, der sagt, er möchte nein und flugs ist er drinnen und wieso eigentlich nicht ich? Also das ist immer für eine Parteiobmann auch eine sehr schwierige, menschlich schwierige Situation. Und auf der anderen Seite muss man einem jungen Menschen auch sagen, warte mal, wie schaut denn eigentlich deine Lebensplanung aus? Weißt du, was du dir antust mit der Sache? Ja? Weißt du, wie viele Stunden da drauf gehen, wie viele Abende? Du trittst dann in eine Situation hinein, die wir sicher nicht haben wollen, dass Landtagsabgeordnete überwiegend dann das hauptberuflich machen. Aber meine Philosophie ist, dass Landtagsabgeordnete sozusagen in ihrem Beruf weiter tätig sein sollen und einen guten Querschnitt der Bevölkerung darstellen sollen. Vom Angestellten über den Unternehmer, den Bauern, Landwirt, Arbeiter, Frauen und Männer, eine gute Mischung. Wir sind Volkspartei, wir setzen da auf eine gewisse Breite. Wenn ein junger Mensch dann sagt, ich bin jetzt mit 19 Landtagsabgeordneter, davon lebe ich und das ist eigentlich ganz komfortabel und dann seine weitere Ausbildung, seinen beruflichen Weg verabsäumt, da hätte ich eine gewisse Mitverantwortung dafür, dass möglicherweise dann eine Existenz entsteht, die abhängig ist von der Politik. Und Abhängigkeit ist Gift in der Politik. Ja? Man muss auch sozusagen, Entschuldigung, darf ich kurz unterbrechen? Hallo? Ja, ich bin gerade in einer Interview, die auch ein tragfähiges Team bilden können, denn eines steht für mich im Mittelpunkt, es ist schon auch bei einer Regierung, die das Menschliche miteinander können. Ganz entscheidend, weil wenn du permanent streitest in einer Regierung, dann hast du überhaupt keinen Zug drauf, dann bist du verwundbar, dann beurteilt dich auch die Bevölkerung schlecht. Das heißt, es muss auch über Parteigrenzen hinaus ein menschliches Einverständnis bestehen können. Und daher wird es relativ spannend nach der Wahl. Gut, dann zum Abschluss sozusagen ein paar Schlagworte, die Sie mir mitgeben können. Meine Klasse wartet sicher relativ interessiert darauf, was Sie stehen, was das heißt sogar erster Punkt stehen. Zweiter Punkt, wir müssen, und das klingt fast als unmögliche Aufgabe, es kann schon gelingen, das schaffen, ohne die sozialen Standards zu kürzen, zu beeinträchtigen. Also in der Krankenversorgung, in der Pflege, das ist schon bereits der dritte Punkt. Die Pflege wird eine große Herausforderung, das wird Sie als junger Mensch jetzt unmittelbar nicht so interessieren, aber auch Sie kommen sehr schnell vermutlich in ein Alter hinein, wo möglicherweise Sie in Ihrer Familie einen Pflegefall haben, Großeltern, Eltern. Wie geht es dann? Ja? Wir sind bei den Seniorenheimen und Pflegeheimen sehr gut aufgestellt, aber wie können wir die Leute unterstützen, die zu Hause pflegen, sind nämlich meistens die Frauen, die da zum Handkuss kommen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und wenn es um die Chancen für die jungen Leute geht, dann setze ich absolut auf Bildung und auf Ausbildung. Dazu gehört vieles rundherum, leistbares Wohnen natürlich, leistbare Verkehrsverbindungen im öffentlichen Verkehr. Aber wir werden uns auch als Wirtschaftsstandort nur dann behaupten können, wenn wir besser sind als die anderen. Und sozusagen den Geist in junge Leute hinein zu verpflanzen, aus seinem eigenen Leben was zu machen, nicht von anderen abhängig zu sein, das ist die wichtigste politische Aufgabe überhaupt. Davon lebt unser Staat. Und wenn es uns gelingt, das umzusetzen, als Gesinnung sozusagen, dann mache ich mir auch um unser Land überhaupt keine Sorgen. Sehr gut, danke.